Pyrocracker Fireworks. Heute gehen wir mal wieder böllern, weil ich die 10.000 Videoaufrufe geknackt habe. Ja, dann denke ich, nehmen wir hier einige schöne Sachen mit. Dabei wünsche ich euch dann viel Spaß. So, los geht's mit einer orangen Nico Summerphone. Ja, jetzt gut für Klasse 1. Und gleich noch eine grüne hinterher. Mit kleinen Knistereffekt, auch sehr nett. Für Klasse 1 richtig geile Fontänen. So, jetzt ein paar B-Böller von Komet. China-Knaller Weko. Jupp, recht nice. So, jetzt ein paar Ds von Komet. Oha! Verlasse! Bosch! Richtig laut die Teile. So, jetzt das Hip-Hop-Jugendfeuerwerk-Sortiment von Weko. So, zuerst die dicken Brummer. Und die letzten beiden jetzt auch noch hier. Ja, ganz okay. So, jetzt zwei Kobaltbombetten von Weko mit Zerleger, glaube ich. Ja, mit kleinen Zerleger, sehr schön. So, jetzt noch die Flitze Feuerstein aus dem Set. Okay, erstmal zwei. Ja. Und die letzten beiden jetzt auch noch. Immer ganz nett anzuschauen für zwischendurch. Ja. So, jetzt ein paar Blitzknatterbälle von Weko. Grün, aber ordentlich die Teile. So, noch die letzten. Und jetzt noch der letzte. So, und zu guter Letzt aus dem Hip-Hop-Sortiment noch zwei kleine Metroiden. Und der letzte. So, jetzt einen Weko Kubi. Okay, sehr laut das Ding. Knallfrosch von Panda. Das ist mehr ein Puffen als ein Knall. Pfeifrakete von Keller. Von Keller. Extrem leise. D-Böller von Komet-Hersteller NN.
war noch ein sehr guter Böller.